Tag ist auf jeden Fall genug wasserarm. Genau. Ja, dann haben wir unser normales Wasser. Gott also, sei Dank, muss man sagen. Wir hatten hier kurz ein Video gedreht, wo wir das Wasser... Aber es geht. Man kann fahren. Ein paar Schlaglöcher drin, klar. Ach, ich soll wieder halten. Jetzt kannst du wieder nicht mehr, ne? Doch, ich kann aber so. Ja, hab ich dann auch gut gefunden. War gar kein Problem. Und hier Bergen. Es geht wieder hoch in den Norden. Aber nicht... Ein russischen Kennzeichen und... Die werden jetzt wahrscheinlich... Aber wir werden mal schauen, ob wir uns einigermaßen beherrschen. Also entweder uns gefällt, und wenn es uns nicht gefällt, dann kaufen wir es. Was haben wir jetzt? Wir haben... Soll ja auch regnerisch bleiben. Vielleicht haben wir Glück und das... sind nicht nach Leipzig, wie wir wollten, sondern sind im Endeffekt jetzt... Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. So, mal weg von dem Teil da, hängt im Wege. Wir haben es jetzt 9:45. Es geht gleich dort hinten in die Therme. Deshalb wird es heute auch nicht so viel von uns zu berichten geben. Als erstes machen wir Wassertanken. Das ist wichtig, dass wir für die letzten Tage unserer Reise auf jeden Fall genug Wasser haben. Genau. Ja, dann haben wir unser normales Wasser weggebracht. Ich bringe gleich auch noch ein paar Sachen weg. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das heute so wird in der Therme in Erding. Berichten tun wir auf jeden Fall, wenn wir wieder raus sind. Ja. In diesem Sinne, genießt einfach heute mal jetzt den Tag, die nächsten 5 Sekunden, die dann da passieren. Also wenn die Uhr wieder läuft, weil wir melden uns dann erst nach dem Thermenbesuch wieder. Bis dahin. Hallo zusammen. Und guten Abend. Ihr seht, es wird langsam dunkel. Ja. Ja, unsere Thermzeit ist eine Stunde früher als gedacht. Eigentlich wollten wir um 18 Uhr raus. Aber das hat noch einen Grund. Wir fahren jetzt noch weiter nach Augsburg. Das hat sich alles heute Morgen noch so spontan ergeben. Gott sei Dank, muss man sagen. Wir hatten hier kurz ein Video gedreht, wo wir das Wasser... Und ihr wisst nicht, auf der Actioncam kann es sein, dass man es gesehen hat. Es war ein sehr netter Schweizer, der hatte uns sozusagen ein bisschen aufgehalten, weil er sich für den Bus und so weiter interessiert hat. Und wenn man Stefan etwas fragt, wie in dem Bus, dann ist aber keine Chance. Ich unterhalte mich ja auch gerne mit anderen, also von daher... Gerade wenn es um den Bus geht. Ja, aber er war ja auch sehr nett und von daher war das echt toll. Er hat selber einen VW-Bus und hat auch ein bisschen was geplaudert über seinen Bus und so weiter, auch mit ein bisschen Solarumbau und so weiter. Also ist schon echt eine tolle Sache, was man aus den Dingern wirklich machen kann. Das muss man wirklich sagen. Genau. Und weil er halt so lange mit ihm geredet hat, haben wir in der Zeit mit jemandem geschrieben, mit dem Andi. Ne? Und Grüße an dieser Stelle. Genau. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, 20 Uhr geht es jetzt nach Augsburg. Wir müssen mittendrin ins Parkhaus, Ludwigstraße, das weiß ich noch. Ja, da sind wir mal gespannt, was das noch wird. Aktuell soll schon Stau sein auf der Autobahn, also von daher ist es ganz gut, dass wir anderthalb Stunden noch unterwegs. Dass wir jetzt sogar langsam losfahren, wir haben ja jetzt keinen Stress. Nein. Aber jetzt kommt unsere Bewertung. Ich muss mal ein bisschen umhalten. Oder sollen wir kurz einen Stopp machen? Wir können auch ein Stativ hinstellen. Nein. Also kommen wir zur Bewertung von der Therme in Erding. Wir waren zum ersten Mal da. Korrekt. Und wahrscheinlich zum letzten Mal da. Auch korrekt. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass die schlecht oder schlecht ist, um Gottes Willen, nein. Aber wir finden, es lohnt sich einfach nicht die Anfahrt. A, ist sie sehr teuer. Ja. Wir, also eine Tageskarte 42 Euro plus 7 Euro Sauna, also 49 Euro, damit du den ganzen Tag dort alles machen kannst. Also man muss eins dazu sagen, wir kennen zum Vergleich die Therme in Euskirchen. Genau. So. Und die
Euskirchener Therme hat wesentlich weniger, das ist Fakt. Ja, das ist aber 15 auch, Saunen. Genau, das ist aber an sich auch nicht schlimm. Es ist zum einen erstmal wesentlich übersichtlicher, weil genau. In dem Laden hier, da muss man schon sagen, da muss man schon ein bisschen... Da suchst du nach den Saunen. Also Orientierungssinn haben wir beide sehr gut, aber es ist schon sehr unübersichtlich und... Wer sich überraschen lassen lässt, ist da richtig, der freut sich, weil da hast immer wieder noch was Neues. Oh, ja. Und da ist halt noch, da ist noch eine Ecke und da ist noch eine Ecke. An sich war es auch gut, also es war sauber alles, es war alles in Ordnung, es ist auch, klar, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das ja, 20 ist aber, Jahre. Das ist aber auch normal eben, also das wird in Euskirchen irgendwann auch passieren, das ist klar. Was uns natürlich nicht so ganz so toll gefallen hat, war ein paar Saunen haben ein bisschen Geruch gehabt. Das lag jetzt nicht daran, weil sie... Also die haben nicht gestunken, das nicht, aber sie haben so einen leicht muffigen Geruch gehabt. Genau. Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis das Auto vorbei ist. Ja, aber man muss halt sagen, ja, ist nicht so ganz so schön. In Euskirchen war es halt so, dass du in jeder Sauna irgendwo irgendwelche Düfte hattest und so weiter und da war das sehr angenehm. Das hast du hier nicht unbedingt. Die Düfte sind da nicht so wirklich verbreitet. Es gibt ein paar Duftsaunen, ja, aber sehr wenige nur davon. Und an sich... war der Bereich, wo wir haben dieses volle Programm sozusagen genutzt. Das war, also unser Bereich, der teurere sozusagen ist, war sehr gut. Der Textilbereich allerdings ist halt sehr voll. Das ist allgemein sowieso so, dass die Therme sehr, sehr voll ist. Ja. Und wir sind außerhalb der Ferien. Es ist gestern Donnerstag. Genau, es hat keiner hier Ferien und es hat auch nirgendwo anders im Bundesland Ferien. Da muss man schon sagen, dafür möchte ich nicht wissen, wie voll es dann ist, wenn hier Ferien sind. Das wird wahrscheinlich dann noch voller sein. Also, ja. Wir machen es jetzt kurz und bündig, weil wir sind auch schon wieder weit bei der 5-Minuten-Marke. Ja. Also, wer hier gerne hinfährt, wer hier in der Nähe ist, ausprobieren, macht es gerne. Definitiv Empfehlung, alles gut. Wir würden immer sagen, wenn wir aus Österreich kommen und wir haben noch 3-4 Tage in der Woche und würden sagen, Mittwoch, Donnerstag, könnten wir in Euskirchen sein. Dann machen wir lieber den kleinen Umweg. Den würden wir diesen riesen Umweg von knapp 600-700 Kilometer machen. Der Eintritt ist halt auch wesentlich günstiger, muss man auch sagen. Okay, das fahren wir mit den Kilometern, aber ja, es ist halt dort angemacht. Was ich aber noch dazu sagen muss, auch wenn wir gleich sehen, die haben natürlich, was das Gute ist an so einem großen Teil, eine viel breitere Auswahl an Lebensmitteln, an Restaurants. Ja, das ist mich, super. Also die mich wirklich privat kennen, wissen, das ist ganz wichtig, dass da viel Auswahl ist, damit ich überhaupt was bisschen finde. Bisschen Mäkelprinz-Biste. Nein, das stimmt doch nicht. Also, unfassbar. Hallo. Guck. Und das ist natürlich der Vorteil bei so einem großen Teil. Bei den Euskirchen, okay, habe ich immer eine Currywurst. Ja. Und mückenlastig ist das hier auch. Meine Güte. Ja. So, wir schließen das jetzt ab hier und fahren nun nach Augsburg. Genau. Bis dahin. Tschüss. Guten Abend. Aus dem Wald. Man sieht überhaupt nichts. Ich sehe jetzt auch nichts mehr. Hab in den Stern geguckt. Er hat in den Stern geschaut. Ganz doofe Idee. Ganz doofe Idee. Sehr doof. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Sind gut durchgekommen, muss man dazu sagen.
Deshalb haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal den Platz angeschaut, den wir nämlich über Park von Night gefunden haben. Ja. Man hört hier Flugzeuge und irgendwelche anderen Sachen. Das ist hier zu hören, aber ich denke mal, heute Nacht wird es ruhig sein. Und ja. Morgen früh sind wir mal gespannt, was das so ergibt. Aber wir sind an sich, der Platz ist interessant herzufahren. Es ist Schotterweg. Ja, aber es geht. Man kann fahren. Ein paar Schlaglöcher drin, klar. Muss man vorsichtig fahren, aber dann geht das auch. Genau, aber das kriegt der Fahrer ja hin. Ist ein guter Fahrer. Ich hoffe. Ja, bitte. Ich glaube, wir sollen schon wieder aufstehen, kann das sein? Ja, so. Ach. Zeit zum Aufstehen. Wir stehen auf, wenn es soweit ist. Machen wir nachher noch. Genau. In circa einer halben bis dreiviertel Stunde stehen wir auf jeden Fall auf, weil dann stehen wir aus dem Auto auf und so weiter und so fort. Dann also, gehen wir nämlich schön essen. Genau. Um nochmal Kalorien zu uns zuzunehmen. Genau. Ja. Noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe? Eigentlich nicht. Nö. Er ist tief beschäftigt, das wollen wir mal so lassen und ja, wir melden uns dann vom Parkhaus wieder, wenn wir kurz vorm Essen gehen sind. So heißt das. Genau, bis dahin. Für ein Chaos. Wir sind angekommen in der Ludwigstraße. Also das habe ich mir irgendwie, also es war beim letzten Mal schon schwierig hierher zu kommen, muss man sagen. Ja, es war ein bisschen freckelig und jetzt wieder. Das wird ja immer schlimmer. Kannst du nicht halten? Ach, ich soll wieder halten, jetzt kannst du wieder nicht mehr, ne? Doch, ich kann, aber ja, so ja. Sieht es besser aus. Ja, ist klar. Ja, wir wollen uns in knapp 25 Minuten mit, also mindestens mit einem, das wissen wir, mit Andi treffen. Ich weiß nicht, wer noch mit dabei ist, ob die Melli. Theoretisch laut dem Video ist Melli auch dabei. Das ist unser schlank machen, das ist Fitnesstrainerin. Gibt's wieder Ärger. Ja. Die achtet dann auf das Essen. Ja. Das ist schwierig. Ja. Also Augsburg. Hammermäßig, was hier an Straßenverkehr hier ist. Alter Falter. Und was schlimm ist, dass die Navis auch nicht vernünftig funktionieren. Ja, weil sie nicht richtig gepflegt werden. Die jagen dich an Orte. Da lang, nee, da ist für Anlieger nur frei. Da lang, nee, da kannst du nicht rein. Da ist Baustelle, da ist gesperrt, das ist Sackgasse und oh. Und nur so ein Blödsinn. Also. Das muss man pflegen, damit so ein System auch vernünftig funktioniert. Tun sie aber nicht. Nein. Weil sie faul sind. Wenn auf jeden Fall brauchst. Müssen wir uns merken, wir sind jetzt in Paris. Jetzt müsst ihr denken, ja, hier denken wir in Augsburg. Paris. Nein, Paris heißt die Parkebene. Denn das Ding ist hier nach verschiedenen Städten und wir müssen halt wissen, dass wir in Paris theoretisch sind. Obwohl Paris könnte auch da oben sein. Ich wollte gerade sagen, du musst P2B nennen. Aber wir sind auch in Paris. Paris 2B. Kann ich mir merken, weil ich war, glaube ich, damals in der 2B. Ich glaube, das weiß ich auch nicht mehr, was so lange her. Aber wie gut, dass ich, obwohl ich, nein, die kann ich auch nicht fragen. Fällt mir gerade ein, weil ich habe ja jetzt am Samstag 30-jähriges Klassentreffen, aber da war ich nicht in der zweiten Klasse, da war ich in der 10. Klasse. Da wird wohl keiner von denen bei sein. Nee, das Licht geht aus, wir gehen nach Haus, rabimmel, rabammel, rabum, das haben wir hier. Wir beenden jetzt das Video, weil ist jetzt auch Zeit und wir werden dann essen gehen. Jo, alles klar. Dann bis melden dahin. Wir uns nach dem Essen wieder.
So, hallo zusammen. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Grüße an dieser Seite nochmal an alle, die dabei waren. War ein sehr, sehr schöner Abend. Ja, wir haben es jetzt 23 Uhr. Unser Platz ist immer noch leer. Es ist kein weiterer mehr hier zugekommen. Also das heißt, wir stehen immer noch alleine hier. Den Platz haben wir zum zweiten Mal natürlich dann auch gut gefunden. War gar kein Problem. Und wir werden uns jetzt sozusagen schlafen legen. Beziehungsweise, ja, genau. Also heute gibt es keinen Film mehr. Heute wird jetzt geschlafen und Bett ist auch schon alles fertig gebaut. Also hat alles gut geklappt. Wir wünschen euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, tschüss. Und morgen heißt natürlich gleich, also einfach mal die Uhr abwarten. Hallo, guten Morgen. Naja, Mahlzeit. Wir haben schon 10.42 Uhr, also gleich 11 Uhr. Naja, wir haben ja auch schon in Ruhe gefrühstückt und uns fertig gemacht. Genau, alles gepackt. Genau. Denn heute geht es weg von Augsburg, weg aus dem bayerischen Land, aus den Bergen. Es geht wieder hoch in den Norden, aber nicht nach uns hoch, sondern wir fahren jetzt Richtung Leipzig. Ah, ja. Oder wie man richtig sagt, Leipzig. Ne? Also wir können sie auch richtig aussprechen. Genau. Das ist unser heutiges Ziel. 4 Stunden Autofahrt liegen vor uns. Glaube sogar an die 400 Kilometer. Ja, und wir werden noch einkaufen. Definitiv, weil wir brauchen ja was. Und wir müssen auch mal schauen. Theoretisch brauchen wir für 2 Tage auch schon mal schauen. Weil Stefan morgen Abend alleine sein wird. Ja, mal schauen, ob er da ein Video macht oder nicht, ob er da irgendwas noch macht in der Zeit, wenn ich nämlich auf dem Klassentreffen bin. Und sehen wir. Sehen wir. Wahrscheinlich tut das nicht, wie ich ihn kenne. Ja, war auf jeden Fall schön hier. Der Platz war wirklich sehr, sehr ruhig. Jetzt heute Morgen, also heute im Vormittag, kam halt Jogger. Ja, ab irgendwie kurz nach 9 oder sowas. Also da, aber das störte auch nicht, weil die sind ja nur an einem vorbeigejoggt und das war's. Also das hat man noch nicht mal gehört. Ein Jogger mit Auto. Und eine war jetzt mit dem Hund spazieren. Ja, aber die sind ja so leise. Also genau. Das ist ein toller, toller Platz. Das kann man wirklich so sagen. Muss man. Wie gesagt, gefunden bei Park4Night. Ihr findet auch die GPS-Koordinaten unten in der Videobeschreibung. Wie bei jeden unserer Videos, wenn wir irgendwo über Park4Night oder irgendwo anders einen Platz gefunden haben, der halt nirgendwo zu finden ist, dann schreiben wir natürlich immer die GPS-Koordinaten unten in der Beschreibung. Ihr sollt ja auch was davon haben, ne? Genau. Ist ja nicht nur reine Reise-Vlogger-Dings, dass wir euch zeigen, was wir für Reisen machen, dann könnte es ja langweilig sein. Nein, wir zeigen euch ja noch was. Ja, okay. Wir geben euch Anregungen für neue Plätze, vielleicht wo man auch mal hinfahren kann und wo man auch gut dann stehen kann. Wobei wir den Platz jetzt hier nicht wirklich gezeigt haben. Weil es war dunkel. Ich überlege, ob ich kurz noch mal rausgehe. Das machst du. Und allen noch mal euch wenigstens hier kurz zeige, wie der Platz hier aussieht. Weil kannst mal einen Schwenk machen. Genau, ich mache mal einen Schwenk durch meine Jugend. Bis dahin. So, da steht der Bulli. Sieht ein bisschen dreckig aus, weil, wie gesagt, es ist Schotterpiste. Das seht ihr auch gleich noch mal, wenn wir zurückfahren. Und dann hier wirklich überall Wald. Man darf auch bis hier wirklich mit dem Auto durchfahren. Wie gesagt, da sind dann immer die ganzen Jogger. Und ja, hier ist das dann einmal rundherum. Und jetzt zeigen wir nochmal den Platz im Gänze, damit ihr auch mal seht, wie viele hier Platz haben. Also hier fängt der Bulli an. Ja, da passen noch einige hin. So viel zum Platz. Jetzt wisst ihr mehr. Und wir starten los Richtung Leipzig.
wir werden mal schauen, ob wir uns einigermaßen beherrschen. Mir gefällt den Kaumatee. Was haben wir jetzt? Wir haben jeweils jeder Schleim. Vielleicht haben wir Glück und das wir wollten, sondern sind im Endeffekt jetzt bei Bitterfeld gelandet. Doch schon 20 also, vor 10. Naja, wir haben heute ja so, ja, machen wir die Tür wieder auf. Das wir werden jetzt, also nee, was wollte ich noch sagen? Aber um 1 war dann... Ah, ein Monster habe ich. Ja, ja. Naja. Wir laufen, keine Ahnung. Mal genauer da.